So. Also ich würde sagen, das Ausbringen von Aerosolen geht so eben weiter, gell? Oder hält das jemand für ganz gewöhnliche Kondensstreifen? Ja, die sich da so schön ausbreiten. Ha? Schön, oder? Alles nur Kondensstreifen. Sorry, aber diese Scheiße darf ich nicht festhalten. Diese Scheiße darf ich nicht festhalten. Ja, das ist zum zweiten Mal, was ich da bin. Ja, beim ersten Mal waren die Blätter picobello sauber. Picobello. Echt picobello. Kein Scherz. Ja. Und drei Stunden später, dieser Dreck, also Leute, das lasse ich mal sicher nicht verbieten. Ja, diese Beweise beim Verstoß gegen das Chemikaliengesetz. Mir ist völlig wurscht, wie es in den Himmel kommt. Aber von dem Himmel kommt das runter. Diesen Dreck muss ich heute atmen. Dieser Dreck, ja, hat verursacht, dass mir jetzt da die Augen so dreckig wehtun. Seht ihr das? Seht ihr das? Das ist nur von den letzten 2 Stunden des Geopfuscher. Ja, des Geopfusch. Diese Scheiße ist nur die letzten 2 Stunden des Geopfusch. Strebersdorf. Und ich lasse mir das ganz bestimmt nicht verbieten. So, jetzt müsste ich kurz pinkeln. Auf einem anderen Strebersdorfer Ort. Und was finde ich? Ja, im Schatten. Ja, und ich höre schon die Ausreden von Umweltamt. Das ist irgendein Schädling. Das ist bitte ein Schädling, gell? Ja, diese Verbrennungen, ja, durch irgendein Chemikaliendreck, das soll ein Schädling sein. Das hier soll ein Schädling sein. Das hier, das soll ein Schädling sein. Ja, da kommt nie Sonne durch. Ja, in diesem Bereich von dem Baum. Da kommt nie Sonne durch. Das ist nicht von der Sonne. Ja, da ist irgendwann höhere Konzentration von diesem Chemtrail-Zeug zugeweht worden, hat sich auf die Blätter gefangen und ganz schön chemisch reagiert, gell? Weil nämlich, wenn man hinaufschaut, ja, vom Regen konnte das nicht so leicht abgewischt worden sein, ja, wenn das da unter den Ästen ist, ja. Ja, wäre das da zum Beispiel so offen, ja, so wie da ist es offen, ja, dann kann der Regen das vielleicht abwischen. Aber hier in dem Schatten und auch Regenschutz des Bäumes selbst, ja, ist die Wahrscheinlichkeit, den Dreck abzuwischen, nicht so hoch, ja. Und dann haben wir das hier, ja. Und ich soll ruhig bleiben, ja, die Drecksäue von Umweltschutz, ich soll ruhig bleiben, wenn ich diese Scheiße sehe. Wer kann bei dieser Scheiße von chemischen Umweltverschmutzung in Ruhe bleiben? Wer, wenn er das sieht? Aber das müssen die Leute sehen. Wenn das keiner sieht, na ja, gut, dann werden sich die Leute nicht damit auseinandersetzen, was für chemischen Dreck sie einatmen müssen.
Ja, und wenn ihr denkt, der ganze Dreck ist schon runtergefallen, dann irrt euch gewaltig. Da ist nämlich noch eine ganz schöne Menge oben.